Ich begrüße Sie nun auch recht herzlich hier im Video und bedanke mich auch an dieser Stelle noch einmal für die Einladung und die Gelegenheit, ausgehend von meinem Buch Netzfeminismus, Strategien weiblicher Bildpolitik, über einen Begriff und eine Bildstrategie zu sprechen, der bzw. die sich seit einigen Jahren ziemlich großer Beliebtheit erfreut, nämlich das Empowerment. Zunächst aber möchte ich noch ein paar Sätze zum Buch und damit auch zum Hintergrund meiner Überlegungen sagen, was auch dazu dienen soll, das große Feld, in dem ich mich mit diesem Thema bewege, zumindest ein kleines bisschen einzugrenzen. Als ich 2018 die Arbeit an meinem Buch Netzfeminismus begonnen habe, da war es für mich eigentlich selbstverständlich, dass Sichtbarkeit im weitesten Sinne nicht nur ein tief im Feminismus verankertes Thema ist, sondern auch für gegenwärtige Diskurse in den sozialen Medien eine zentrale Rolle spielt und in gewisser Weise auch eine zentrale Rolle spielen muss. Dazu gleich mehr. Um Sichtbarmachung ging es nicht zuletzt auch, Sie erinnern sich sicherlich, in den jüngsten Diskussionen über die Rolle von Frauen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie und ihren Folgen. Hier sehen Sie jetzt einige Titelzeilen der letzten Wochen, die ich mal relativ willkürlich zusammengetragen habe. Und hier wurde eben unter anderem getitelt, dass Frauen durch Homeoffice bei gleichzeitigem Homeschooling und unter den Bedingungen von Social Distancing zurück in die 1950er Jahre geworfen werden. Vielerorts hieß es auch, dass die mühsam erkämpfte Partnerschaftlichkeit in modernen Beziehungen und damit natürlich auch die Gleichberechtigung offenbar nur noch ein ziemlich fragiler Konsens ist, dass Frauenlöhne und Gehälter langsam wieder auf Vor-Corona-Niveau zurückklettern würden und so weiter. Und schließlich bemerkte man außerdem, dass die eigentlich systemrelevanten Berufe meistens von Frauen ausgeübt werden und zudem beschämend schlecht bezahlt werden, wodurch umso mehr auffiel, dass zum Beispiel die Care-Arbeit, aber natürlich auch Hausarbeit bislang relativ unsichtbar waren und auch dadurch natürlich weniger Anerkennung fanden. Diese Diskurse über Sichtbarkeit und Repräsentation haben mich also erst einmal ganz allgemein interessiert. Ne? Wer ist auf welche Weise und in welchen Zusammenhängen zu sehen, präsent? Und wer bzw. welche Personen, welche Gruppen werden umgekehrt durch die entsprechenden Darstellungsweisen repräsentiert? Fragen, mit denen sich aus meiner Perspektive sehr viele FeministInnen, AktivistInnen und KünstlerInnen besonders konzentriert seit den 2010er Jahren vor allem praktisch auseinandergesetzt haben und sich natürlich auch immer noch damit auseinandersetzen. Natürlich hat man vorher im Kontext von Kunst, aber auch im Kontext von Werbung vor allem, feministische Bilder produziert und auch darüber diskutiert. Aber Sichtbarkeit war trotz alledem überwiegend ein theoretisches Thema und überwiegend im übertragenen Sinne gemeint. Also inwiefern eine Person oder eine Gruppe in bestimmten kulturellen, gesellschaftlichen, politischen Positionen sichtbar und damit eben auch repräsentiert ist. Ich habe mich hingegen auch für den expliziten Wortsinn interessiert, also wer bzw. was auf welche Weise visuell sichtbar wird, und zwar in Formaten, die die Kultur der sozialen Medien eben auch zunehmend dominieren, nämlich Bilder, Videos, GIFs, Meme und vieles mehr. Hier sehen Sie jetzt wieder eine kleine Auswahl an Beispielen. Meine Untersuchung betraf also verschiedene feministische Diskurse, die sich im Netz artikulieren, und zwar insbesondere in Bildern, aber natürlich ja in ihren diversen Paratexten wie Kommentaren, Hashtags und so weiter genauso auch artikulieren. Und bei meiner Recherche hat es mich dann überrascht, dass Bilder, die man ja durchaus als erstmal sehr wichtige und produktive Medien der Sichtbarmachung, könnte man sagen, ansehen kann, im feministischen Diskurs eigentlich eine sehr geringe Rolle spielen, beziehungsweise sogar eine relativ breite, geringe Schätzung erfahren haben und teilweise immer noch erfahren. Über mein Netzfeminismusbuch habe ich unzählige Blogs, vor allem auch feministische Blogs, durchforstet und mir fiel dabei auf, dass eben sehr schnell Kritik laut wird, wenn jemand mit Bildern agiert. Und als Beispiel habe ich Ihnen ein, und ich würde sagen, das ist ein durchaus repräsentatives Zitat der Journalistin und Bloggerin Biksa Jankowska mitgebracht, das ich auch in meinem Buch behandelt habe.
Sie schrieb beispielsweise, und ja, nicht mit wenig Zynismus, ich blende Ihnen das auch auf der Folie ein, wenn eine starke Businessfrau abends noch ein nettes Foto von zwei sich anlächelnden, normschönen Frauen hochlädt und mit dem Text Cheers Mädels auf uns an alle, die zusammenhalten, sich gegenseitig pushen und gemeinsam die Welt erobern, begleitet, ist das Female Empowerment Barometer für diesen Monat in den Orbit geschossen. Feminismus ist für mich inzwischen wie ein TripAdvisor-Pickerl auf jeder noch so schäbigen Butze drauf und damit komplett aussagelos. Ja, zwar hält sie dann weiter auch im Text Heilung, Body Positivity und Self-Care für wichtige Praktiken. Sobald diese allerdings und in Form von Bildern vor allem auf Instagram inszeniert werden, handelt es sich nur noch um ein, Zitat, gutes Ablenkungsmanöver, um beschäftigt zu sein und still zu bleiben. Die Bilder auf Instagram, die unter den Labels Empowerment, aber auch Body Positivity firmieren, wollen ihrer Ansicht nach deshalb lediglich ein individuelles Feel-Good-Gefühl vermitteln und deshalb schreibt sie dann auch etwas später, auch das blende ich Ihnen ein, Zitat, ich werde mich künftig nicht mehr als Feministin bezeichnen, ohne dabei die Adjektive intersektional, marxistisch und marxistisch voranzustellen. Solche Ressentiments gegenüber Girl-Power-Slogans und ja, dem damit verbundenen und sogenannten Femvertising, in denen die Bildpolitik der Frauen als oberflächlich dargestellt wird, lassen sich überall finden, und zwar insbesondere eben auch in feministischen Positionen. Sieht man sich aber die neuen kulturellen, gesellschaftlichen oder politischen Bedingungen an, die durch das Internet und durch die sozialen Medien entstanden sind, dürfte eigentlich augenscheinlich werden, dass man sich, wenn man denn etwas bewirken will oder wenn überhaupt etwas bewirkt werden soll, mit Bildern beschäftigen muss, egal ob man diese eben selbst produziert oder analysiert oder interpretiert. Und ja, welche Bedeutung es für Menschen hat, in den öffentlichen Medien in Erscheinung zu treten, das hat Peter Weiß in Die Ästhetik des Widerstands deutlich gemacht, und zwar gleich in seinem ersten Band, der 1975 in der damaligen BRD erschienen ist. Er betonte darin, dass es eben motivierend sein kann, Teil einer Bildwelt zu sein, sich selbst in der medialen Umgebung wiederzufinden. Und ja, Weiß bespricht daraufhin beispielhaft verschiedene Kunstwerke aus dem russischen und dem französischen Realismus, die, man könnte sagen, unterschiedliche Strategien der Sichtbarmachung verfolgen. Und zwar bespricht er sie in ihrer Wirkung. Eines davon ist Ilja Repins Treidler an der Wolga, das Sie jetzt hier auch sehen können. Er schreibt dazu, die Gesichter der zerlumpten, bärtigen Leibeigenen, die barfuß oder in zerrissenen Sandalen und Halmstiefeln durch den Ufersand stampften, waren erloschen, bar jeder Hoffnung. Im Gegensatz zu dieser eher mitleiderregenden Darstellung der Arbeiter zeige, so Weiß, Gustave Courbet in seinem Gemälde Die Steinklopfer, das Sie jetzt ebenfalls hier auf der Folie sehen, viel kraftvollere Arbeiter. Im Wortlaut heißt es dann bei ihm, Zitat, auch den Steinklopfern von Courbet war keine Erleichterung beschieden, doch ihre Arbeit im Geröll war nicht mehr geprägt von Ausweglosigkeit. Courbets Darstellung kraftvoller Arbeiter verfolgte dabei eine ganz bestimmte Strategie. Er zeigte absichtlich nicht das Elend, in dem sich die abgebildeten Arbeiter tatsächlich natürlich befanden, sondern er stellte oder er versuchte, ihre Stärken in den Vordergrund zu stellen. Insofern kann man hier durchaus, wie ich noch zeigen werde, von einer frühen Form von Empowerment sprechen. Heute, das habe ich schon erwähnt, spricht man, und Sie wissen das sicherlich aus Ihrer eigenen Erfahrung, immer zu und in den verschiedensten Kontexten von Empowerment. Doch so häufig der Begriff gegenwärtig und vor allem eben auch außerhalb von feministischen Diskursen fällt, hier sehen Sie wieder einige Headlines, also so vielfach er Bildbeschreibungen schmückt, Überschriften schmückt, so selten wird eigentlich danach gefragt, was unter der Bezeichnung genau zu verstehen ist. Oft schmückt er auch nur ja, die Titel journalistischer Texte und findet dann eigentlich im Text selbst gar keine Erwähnung mehr. Es ist also anzunehmen, dass vielen seine Bedeutung sofort evident ist, so als hätte man regelrecht auf diesen Begriff gewartet.
Denn Empowerment wird mittlerweile auch alltagssprachlich verwendet, und zwar eben für vieles, was bisher unbenannt geblieben sein muss oder eben mit anderen Begriffen bezeichnet wurde, wie beispielsweise aufbauend, motivierend, inspirierend, Weiß sprach von ermutigend. Auch das ist ein sehr zutreffender Begriff. All diese Begriffe treten auch noch heute oft in Zusammenhang mit empowernd auf oder in Erscheinung, bedeuten aber nicht dasselbe. Empowerment benennt zuallererst eine Strategie, deren Ziel es ist, die politische, soziale, kulturelle oder ökonomische Stärke von Personen oder einer Gemeinschaft zu steigern, und zwar solchen, die strukturell benachteiligt sind durch verschiedene Konstrukte wie Nationalität, Religion, Gender, Sexualität, Klasse, Alter und so weiter. Dabei war er vor allem im politischen Diskurs innerhalb der Bürgerrechtsbewegung in den USA in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts gebräuchlich. Konzeptualisiert wurde die Strategie, das sehen Sie hier, schließlich von Barbara Bryant-Solomon, die Empowerment für die soziale Arbeit fruchtbar gemacht hat und eine zentrale These ihres 1976 veröffentlichten Buchs Black Empowerment ist, dass Einzelpersonen und Gruppen in Gemeinschaften von People of Color derart negativen Bewertungen seitens der breiten Gesellschaft ausgesetzt sind, dass die damit verbundene Hilf- und Machtlosigkeit nicht mehr nur außerhalb, sondern vor allem insbesondere auch innerhalb der betroffenen Gruppe allgegenwärtig und damit auch lähmend ist. Und deshalb müsse es eben in der sozialen Arbeit mit in diesem Fall People of Color vor allem darum gehen, die Gruppe von innen heraus auch zu stärken. Die Aufmerksamkeit darf also nicht mehr auf die erfahrenen Diskriminierungen von außen und den damit verbundenen Niederlagen gerichtet werden, sondern auf die Stärken, auf die Besonderheiten von Personen, Gruppen oder Gemeinschaften, wodurch eben eigene Kräfte gewonnen werden sollen und ja zumindest eine gewisse Unabhängigkeit und gewisse Handlungsspielräume erschlossen werden sollen. Tatsächlich stellen der Begriff und das Konzept des Empowerment einen Paradigmenwechsel im Umgang mit benachteiligten Personen, Gruppen, Gemeinschaften, Minderheiten dar, da er eben weniger die Defizite als die Stärken der Person in den Vordergrund rückt. Das Empowerment-Konzept bricht insofern mit dem bis dahin gängigen Blick auf die Schwächen und Abhängigkeiten und soll ja gezielt aus der Opferposition heraushelfen. Hier nochmal eine Folie in Ergänzung dazu. Einer der beliebtesten Begriffe in diesem Zusammenhang ist auch oft Celebration. Also feiern statt trauern scheint hier ebenfalls ein Versuch zu sein, von Strategien der Problematisierung abzusehen und sich von der Position des Opfers zu distanzieren. Gemeinsam ist all diesen Definitionsversuchen oder Definitionen, dass Empowerment für Selbstermächtigung steht, dass also aus einer positiven Selbstbeschreibung Macht gewonnen werden soll und Mut gemacht werden soll, um dann schließlich zu motivieren und zum eigenen Handeln zu inspirieren. Und so wenig bis vor einigen wenigen Jahren außerhalb der sozialen Arbeit überhaupt von Empowerment die Rede war, so wenig wurde auch die damit verbundene Wirkung angestrebt. Aber gerade diese Wirkung macht sie heute ja zu einem der wohl mächtigsten Konzepte, sowohl in der Politik, man denke etwa an Barack Obamas Yes We Can oder an Angela Merkels Wir schaffen das, als auch in der Kultur. Dort hat sich schließlich Empowerment insbesondere auch als Bildstrategie etabliert. Und das ist erstmal überraschend, denn in den Bildern der Kunst oder der Werbung herrschten, wenn es darum ging, Kritik zu üben oder eben sogar Gesellschaft zu verändern, für lange Zeit überwiegend eigentlich andere Bildstrategien vor. Und zwar waren das die Provokation, die Subversion, die Affirmation, aber eigentlich nie oder nur selten, das können wir gerne diskutieren, das Empowerment. Im Aktivismus überwuchs so bei weitem die Provokation. Wenn es darum geht, Wirkung zu erzielen, wenn es darum geht, Emotionen hervorzurufen, um damit auf Kultur, auf Gesellschaft einzuwirken, dann nehmen Empowerment und Provokation unter den genannten Bildstrategien eine Sonderrolle ein. Man spricht davon, empowered zu werden oder provoziert worden zu sein. Bilder, die solche Strategien verfolgen, zielen also auf eine ganz konkrete Wirkung, und zwar im Unterschied eben zu Subversion und Affirmation, die in ihren Aussagen und damit auch in der Rezeption am Ende
eigentlich absichtlich möglichst ambivalent bleiben sollen. Empowerment und Provokation sind also durchaus verwandte Strategien. In beiden Fällen geht es darum, eine Reaktion hervorzurufen, eine Aktivität bei denen auszulösen, die adressiert wurden und ihnen neue Betrachtungs-, neue Handlungsweisen aufzuzeigen. Während aber bei der Provokation die etablierte Kultur oder die etablierte Gruppe angesprochen wird, nimmt man beim Empowerment ja die diskriminierte, die ausgegrenzte Person, Gruppe oder Gemeinschaft in den Blick. Das Eigentümliche an der Provokation ist, dass der Adressat der Provokation nicht im eigenen System zu finden ist. Das schrieb Urs Steli über die Strategie der Provokation in der Popmusik und er hat dabei etwas durchaus Grundsätzliches über das Prinzip der Provokation formuliert. Zwar geht es bei der Provokation, und zwar da ganz genauso wie beim Empowerment, darum, die herrschende oder die etablierte Kultur in Frage zu stellen oder Gesellschaft und für schlecht befundene Zustände anzuprangern. Aber das Empowerment richtet sich eben an das eigene System, die Provokation hingegen richtet sich an das andere, an das in Frage gestellte System. Empowered werden also die von Missständen Betroffenen, jene, die aus der etablierten Kultur ausgeschlossen sind, um ihnen damit auch zu mehr Sichtbarkeit, zu mehr Power, also Macht und Handlungsspielraum zu verhelfen. Provoziert werden hingegen diejenigen, die man als Täter identifiziert hat und die es dann auch zu stürzen gilt. Während also Provokation auf die Störung oder Zerstörung eines Systems abzielt, und zwar des Etablierten, geht es beim Empowerment um das Unterstützen oder das Aufbauen sogar eines Systems, und zwar des Unterdrückten. Zwei Bilder dazu. Bei der Provokation streckt man den Machthabern ja eine Art Zeigefinger entgegen, wie hier zum Beispiel bei Ai Weiwei. Das wäre das Symbol vielleicht dafür. Und beim Empowerment schickt man den Machtlosen ein Bizeps-Emoji als Zeichen für du schaffst das, wir schaffen das, yes we can. Provokation als Strategie gehört schon sehr lange zum Repertoire des Protests und natürlich auch der Kunst, insbesondere avantgardistischer Kunst. Die künstlerischen Spielarten des Protests bestehen dann meistens im Setzen gezielter Nadelstiche, im Lächerlichmachen, im Anschwärzen, im Entblößen, im Entwürdigen, aber auch oft im Ironischen, Überzeichnen und Übertreiben. Auch im feministischen Aktionismus und in der feministischen Kunst war und ist Provokation eine populäre Strategie. Denken Sie nur an die Guerilla-Girls, die sich hinter Gorillamasken mit Postern, Aufklebern, Büchern oder Aktionen an die von ihnen kritisierte Öffentlichkeit wenden, in der Themen um Rassismus oder Sexismus sowie auch intersektionaler Diskriminierung nicht hinreichend thematisiert wird. Und auch die Femen sind bekannt dafür, gegnerische Systeme zu kapern, wenn sie zum Beispiel nackt in den Kölner Dom stürmen, um gegen die Missachtung der Frauenrechte in der katholischen Kirche und deren Haltung, vor allem deren Haltung zur Abtreibung, zu protestieren oder wenn sie die Pariser Fashion Week boykottieren, wie Sie hier sehen, indem Sie den Laufsteg einnehmen, um sich dort gegen Anorexie auf dem Catwalk zu positionieren. Nach explizit empowernden Bildern und Werken muss man in der Kunstgeschichte hingegen suchen und wird kaum fündig. Hier ist im Hinblick auf die Wirkung neben dem bereits erwähnten Beispiel der Arbeiter von Gourbet sozialistische Kunst zumindest erwähnenswert, wenn zum Beispiel in Bildern von arbeitenden Frauen und fürsorglichen Vätern eine positive Zukunft des Lebens im Sozialismus gezeichnet werden sollte. Nicht zuletzt zu dem Zweck, die BetrachterInnen aufzubauen und zu motivieren. Hier sehen Sie zum Beispiel ein Wandbild von Max Linger mit dem Titel Aufbau der Republik von 1952-53, das sich am Detlef-Rohweder-Haus in Berlin befindet. Darauf abgebildet sehen Sie ja im Endeffekt eine sozialistische Utopie, die Einheit und Gleichheit aller Gegensätze. Das heißt, hier kommen Arbeiter und Intellektuelle zusammen, Stadtbewohner und Landbewohner zusammen, Männer und Frauen zusammen. Zwar kann man dieses Bild durchaus als ein Motivationsbild ansehen, das den BürgerInnen eine gute und eine glückliche Zukunft verheißt, wenn dann irgendwann die klassenlose Gesellschaft eintritt. Allerdings waren solche Bilder eben kein Werkzeug der Machtlosen zur Selbstermächtigung, sondern ein Werkzeug der Machthaber zur Erziehung der von ihnen Unterdrückten und in diesem Sinne natürlich kein Empowerment. Auch in der feministischen Kunst war die Strategie des Empowerment bis vor einigen Jahren nur selten zu finden oder wurde scharf kritisiert. Künstlerinnen wie Louise Bourgeois oder Kiki Smith besannen sich zwar
bereits auf etwas, man könnte sagen, spezifisch Weibliches, also die eigenen Ressourcen, und nutzten das für ihre Kunst, wenn sie zum Beispiel Schamlippen oder den Uterus modellierten. Man denke etwa an die Arbeit Janus Fleury von Louis Bourgeois aus dem Jahr 1968, die eine Kombination männlicher und weiblicher Geschlechtsteile in Bronze gefasst hat. Aber vor Materialität der Skulptur regen, naja, nicht dazu an, die eigene Geschlechtlichkeit als Stärke und als Kraft zu empfinden, sondern vielmehr, und das ist natürlich überhaupt nicht weniger relevant, aber eben eine andere Strategie, sondern vielmehr über die damit verbundenen Erfahrungen von Ausgrenzung und Leid nachzudenken, von Unbehagen und Verwundbarkeit zu sprechen. Die Präsentation dieser Arbeit, also das Objekt hing von der Decke und befand sich dann quasi auf Augenhöhe der BetrachterInnen, wurde als eine Störung, als eine Beunruhigung oder sogar als eine Bedrohung der eigenen imaginierten Identität erfahren, also von JournalistInnen dieser Zeit. Von Empowerment kann hier also ebenfalls nicht die Rede sein. Als ein frühes Beispiel für empowernde Kunst können hingegen einige Arbeiten von Judy Chicago angesehen werden, darunter eine Arbeit von 1974, hier auf der linken Seite, die eine Vulva auf einem Porzellanteller zeigt. Die Vulva besitzt große fleischliche Schamlippen, die auf dem darunter befindlichen Papier auf eine Weise verlängert wurden, dass sie wie ausgebreitete Flügel aussehen. Und was daran empowernd ist, bemerkt man spätestens, wenn man die um den Teller platzierte kreisrunde und titelgebende Inschrift liest, nämlich A Flash Spreading Her Wings and Preparing to Fly. Das heißt, Judy Chicago inszeniert hier ein weibliches Geschlecht, das seine Flügel ausbreitet und zum Flug ansetzt. Eine Vulva, die sich im Aufbruch, könnte man sagen, befindet, zu einem Befreiungsschlag ansetzt. Es ist also ein Buch, das Mut machen soll, Mut an emanzipatorische Ziele zu glauben und dabei eben zugleich gezielt gegen das bisher vorherrschende Sprachbild der Vulva als Loch oder genau des weiblichen Geschlechts als Loch und der damit verbundenen Marginalisierung desgleichen als Leerstelle vorgeht. Und zwar eben nicht als Text, sondern visuell, mit Hilfe eines Bildes. Die Vulva, so zeigt es diese Arbeit, ist eben kein Loch, sondern sie hat eine eigene, ausdrucksstarke Form. Und damit hat Judy Chicago durchaus Empowerment auch als eine Bildstrategie etabliert. Und wie Sie wissen, sind heute vergleichbare Bilder in den sozialen Netzwerken wie Instagram oder Tumblr, aber natürlich auch darüber hinaus in Aktionismus, Werbung, Kunst mittlerweile überall zu finden. Hier sehen Sie einige Beispiele, die sich für die Sichtbarkeit der Vulva auf unterschiedliche Art und Weise einsetzen. In der Popkultur spricht man schon länger explizit von Empowerment. Als ein Beispiel habe ich den Popsong Beautiful von Christina Aguilera aus dem Jahr 2003 mitgebracht, der seinerzeit zum Most Empowering Song gekürt wurde. In dem Video sieht man Christina Aguilera melancholisch singend und in der Ecke eines dunklen, leeren Zimmers kauend, dessen Fenster mit Zeitungspapier verhängt sind. Sie singt You are beautiful, no matter what they say. Zwischendurch werden verschiedene Szenen eingeblendet. Sie zeigen einen Transvestiten, der sich gerade zurecht macht, ein magersüchtiges Mädchen in Unterwäsche, das sich skeptisch im Spiegel betrachtet. Sie zeigen ein homosexuelles Pärchen im lärmenden Stadtverkehr, das ja ganz offensichtlich kritischen Blicken ausgesetzt ist. Sie zeigen einen Punk, der in einen Bus zusteigt und mit seiner bloßen Anwesenheit die neben ihm Sitzenden vertreibt. Und sie zeigen auch ein Mädchen, das geschlagen wird und einen Jungen, der gerne stärker, kräftiger oder, ich benenne das jetzt mal so, männlicher wäre. Im Verlauf des Videos emanzipieren sich dann alle Protagonisten von ihren jeweiligen Leidenserfahrungen. Es werden Spiegel zerschlagen, die Modezeitschriften mit ihren perfekten Models werden verbrannt. Es wird schließlich sogar erlöst und erleichtert und vielleicht sogar ein bisschen glücklich gelacht. Und mit dieser Dramaturgie wird natürlich auch ein mentaler Sieg über die gesellschaftlichen Konventionen inszeniert. Die Aussage lautet also, alle Menschen, egal welchen Geschlechts, welcher Hautfarbe, welcher Religion, welcher Vorlieben, welchen Aussehens, alle Menschen seien beautiful, alle Menschen seien schön, sie sind eben auch nicht nur irgendwie akzeptabel, sondern sie sind ebenso begehrenswert.
Und in dem Musikvideo geht es vielfach eben explizit um Bilder. Deswegen finde ich es auch so interessant. Es geht um die Bilder in den Zeitschriften. Es geht um das eigene Spiegelbild, das Bild, das man anderen in der Öffentlichkeit bietet. Bilder werden also gezielt als Waffe gegen Worte präsentiert. Denn Aguilera singt dann auch "I'm beautiful no matter what they say. Words can't bring me down." Das Video verhandelt also viele Themen und Motive, die heute in den sozialen Medien, insbesondere auf Instagram und im Kontext verschiedener Netzfeminismen, darunter eben der von mir schon erwähnten sogenannten Body Positivity Bewegung, verhandelt werden. Hier sehen Sie noch ein paar weitere Beispiele. Auch heute geht es um die Infragestellung gängiger Schönheitsideale, um Ethnien, Milieu und Geschlechterkonvention und um die damit verbundene fehlende Repräsentation aller Menschen, die von diesen Idealen, von diesen Konventionen, von diesen Zuschreibungen abweichen. Und auch heute plädiert man für den gezielten Einsatz von Bildern als Werkzeug, um sich in diesem Fall eben für Diversität einzusetzen. Natürlich muss ich daran immer die Frage anschließen, wer über diese Werkzeuge überhaupt verfügt. Diesbezüglich stellt Aguileras Video gewisserweise eine Resignation dar, denn nachdem sich alle Personen am Ende des Videos zunächst selbst ermächtigt haben, kauert sich dann Aguilera wieder zurück in die Zimmerecke und auch in den Gesichtern der Personen breiten sich plötzlich unglaubwürdige und dann auch zunehmend traurige Blicke aus. Und auch das ist eben als Statement zu verstehen, solange einem nur wenige Menschen sagen, dass man schön ist, solange man sich nur selbst gut zuredet, wird keine nachhaltige Veränderung stattfinden können. Wenn nicht jedem die Möglichkeit gegeben wird, sichtbar zu werden, wenn nicht jedem Werkzeuge zur Selbstermächtigung gegeben werden, dann bleibt dieses Video, so die Aussage, ein Tropfen auf dem heißen Stein, vielleicht ja nur ein kurzer Moment, der sich halt mal gut angefühlt hat. Wo man heute über die Möglichkeit der Teilnahme an Diskursen verfügt, nämlich im Netz, ergreift man durchaus selbst die entsprechenden Werkzeuge. Hier sehen Sie zum Beispiel eine Fotografie von Avida Beiström. Und darauf abgebildet ist eine junge Frau, eine junge, gut aussehende Frau, muss man sagen, und zwar die Künstlerin selbst. Sie macht ein Spiegelselfie und rückt dabei in knalligen Pinktönen und mit Blumen verziert die bei Frauen weniger akzeptierte Beinbehaarung in den Fokus des Bildes. Das Bild suggeriert, seht her, das ist schön. Die knalligen Farben und die Attraktivität der Frau zeugen gewissermaßen davon, dass dieses Bild eben nicht auf eine Störung, auf einen Schock, auf eine Provokation hin angelegt ist, sondern eigentlich auf den ersten Blick gefallen und dadurch empowern möchte. Mit ihrer Fotografie macht Beiström also ein Angebot, wie man Beinbehaarung bei Frauen wahrnehmen kann, nämlich vielleicht ja nicht mehr als eklig, sondern als schön. Und das unterscheidet auch die empowernden Bildstrategien der NetzfeministInnen von den Strategien ihrer VorläuferInnen aus dem sogenannten Pop-Feminismus, wie er besonders populär und massenmedial durch die Spice Girls und ihren Girl-Power-Slogan repräsentiert war. Die Pop-FeministInnen blieben dem sogenannten Differenzfeminismus tatsächlich sehr viel stärker verhaftet, weshalb konventionelle Ansichten über die Frau geteilt, dann aber eben auch zur Stärke deklariert wurden. Bei den meisten NetzfeministInnen geht es hingegen stärker um die Infragestellung solcher Rollenzuweisungen. Ja, dass Bilder wie das von Beiström auch tatsächlich empowern und ich das jetzt hier nicht nur spekuliere, lässt sich gut den Kommentaren auf dem Instagram-Account der Künstlerin entnehmen. Dort heißt es dann unter diesem Bild: "Thank you, thank you, thank you, thank you. I'm going into high school in 2 days and I'm seriously self-conscious about my legs. This is what I need. Thank you again and again." Oder "Wonderful leg hair." Wie auch bei der Provokation geht es letztlich darum, das erwähnte ich schon, ein Tabu abzuschaffen, aber eben mit anderen Mitteln. Beim Empowerment als Bildstrategie geht es um eine Umkodierung eigentlich. Was bisher als Tabu galt, soll nun durch eine Ästhetisierung überwunden werden, bis es eben irgendwann selbstverständlich ist. Tatsächlich führt aber auch der Tabubruch meistens sehr schnell und vielleicht sogar effektiver dazu, ein Thema präsent zu machen und für die Sichtbarkeit von Missverhältnissen zu sorgen. Nicht zuletzt, weil er eben durch die Adressierung der Gegner mehr Aufmerksamkeit erregt.
Empowerment ist hingegen eine Strategie, die auf Nachhaltigkeit angelegt ist, bei der es also um eine dauerhafte Akzeptanz von innen heraus sozusagen geht. Besonders wirksam sind daher solche Bilder und Werke meiner Ansicht nach, die die adressierte Gruppe empowern, aber gleichzeitig, und da spielt es eigentlich keine Rolle, ob gewollt oder ungewollt, provozieren, und zwar all jene, die nicht angesprochen sind. Wenn die empowernden Bilder also die eigene Community verlassen und in eine breitere Öffentlichkeit geraten, können sie durchaus auch als Provokation wahrgenommen werden. Und das Risiko, dass sich Bilder auch außerhalb der eigenen Community verbreiten, ist, das wissen Sie vielleicht aus eigener Erfahrung, in sozialen Netzwerken besonders hoch. Und am Ende entsteht aber nur so schließlich eine Debattendynamik, die bestimmten Themen überhaupt erst zu Sichtbarkeit in einer breiteren Öffentlichkeit verhilft. Mehr noch als die Arbeiten von KünstlerInnen betrifft das Werbebilder in sozialen Netzwerken, da diese natürlich von vornherein ein viel heterogeneres Publikum besitzen. So hat zum Beispiel eine Werbung der Sportmarke Nike, die Sie hier sehen, auf der ebenfalls eine starke Frau mit allerdings, wenn Sie mich fragen, ziemlich dezentem Achselhaar zu sehen ist, sehr viel Unmut auf sich gezogen. Es häuften sich abfällige Kommentare wie, das ist widerlich, schrecklicher PR-Move, gebt der Frau einen Rasierer oder ich kann dieses Foto förmlich riechen. Ja, dass Empowerment allein aber nicht ausreicht, wird derzeit auch in den jüngsten Diskussionen im Zusammenhang mit Black Lives Matter, die durch die Ermordung George Floyds ausgelöst wurden, ersichtlich. Ein beliebter Slogan bei den Demonstrationen war "Can't believe I'm still protesting that shit". Tatsächlich hat die Strategie des Empowerment, eine Strategie, die als solche in der schwarzen Community etabliert wurde, zwar viele Erfolge durchaus erzielen können, also hat viele People of Color ermächtigen und auch mobilisieren können. Am Ende gerät das Konzept aber an eine Grenze, denn es müssen letztlich auch die Menschen außerhalb des eigenen Systems an den gegenwärtigen Veränderungen partizipieren, um sie irgendwann durchsetzen zu können. Und damit bin ich vorerst am Ende und freue mich jetzt sehr auf die Diskussion gleich wieder im Livestream. Und wir sehen uns. Bis gleich.